Machen wir mal weiter. Ich würde gerne wissen, was hier mit der Tomoe so los ist. Sensei Ishikawa, ist all das Tomoes Werk? Sie und ihre Mongolen waren fleißig. Eine Frau namens Ran weiß, wo wir sie finden. Führt mich hin. Woher weiß sie, wo Tomoes Lager ist? Sie ist beim Sammeln im Wald darauf gestoßen. Sie hat Glück, dass sie noch lebt. Alle ihre Begleiter wurden getötet. Seid ihr Ran? Ja, meine Herren. Die Mongolen, die euch das antaten. Ihre Anführerin. Wie findest du das Spiel eigentlich, Yuna? Tomoe. Mal so als Anregung zum Chatten. Sie war früher mit einer Gruppe Diebe unterwegs. Ich fände diese kleinen Geschichten halt ultra interessant. Also mich selbst unterhält das Spiel viel. Sie fand ihren Weg hierher. Ihr Bogen versetzte Otsuna jahrelang in Schrecken. Man sagte, dass sie mit verbundenen Augen einen Falken vom Himmel schießen konnte. Das Lager, das ihr fandet, wo ist es? Im Wald, südwestlich von hier. Zwischen dem Fluss und der westlichen Küste. Ich finde es gut, ist mal was anderes. Ja, was ich bei asiatischen Spielen, also mit asiatischem Hintergrund, gerade im Feudalen Markt, ist, warum hat sie mich belogen? Dass es kleine Geschichten Tomoe sind, hat euch davon nie erzählt. Die da halt ultra unterhaltsam sind. Streit bot ich ihr an, sie als Tochter anzunehmen, Samurai zu werden. Eine große Schicksalswende für jemanden wie sie. Ich nahm es wieder zurück. Weil sie eine Auftragsmörderin ist. Weil ihr Sensei versagt hat. Sie verfiel wieder ihrem alten Leben. Solch eine Chance zu vertun ist eine Sache. Doch gegen sein eigenes Volk. Das ist mir bewusst, Sakai. Wirklich? Kann ich bei dem, was zu tun ist, auf euch zählen? Wir müssen das Lager finden. Wir müssen Tomoe aufhalten, bevor sie weiter mordet. Ja. Also ich finde es interessant, dass wir hier immer mehr Geschichten oder Details bekommen. Das gefällt mir hier sehr gut. Auch, dass wir so merken, wie ist die Beziehung von ihm zu der Tomoe. Trotzdem, dieser fade Beigeschmack, muss ich ganz ehrlich sagen. Bleibt, dass ich glaube, dass der irgendwie Dreck am Stecken hat. Die kann doch nicht so einen Hass auf Japan oder beziehungsweise... Das Gute ist, dass Tomoe sich an einen bekannten Ort zurückzog. Sie ist verzweifelt. Sie hat das Mongolenreich auf ihrer Seite. Je mehr wir ihre Pläne vereiteln, desto wahrscheinlicher wendet der Khan sich von ihr ab. Das könnten wir für uns nutzen. Einen Keil zwischen sie treiben. Und wenn Tomoe sich dann von den Mongolen abwenden würde? Nach allem, was sie getan hat, muss sie bestraft werden. Auch wenn sie bereit wäre, für uns zu kämpfen. Würdet ihr ihr trauen? Nein. Ich wollte eigentlich das andere nochmal angucken. Ich habe aus Versehen X geklickt. Die Frau meinte, Tomoe hätte die Leute terrorisiert. Das muss Jahre her sein, als Tomoe sehr jung war. Als Jugendliche. Und sich unter Banditen behauptet. Hm. Was selbst für jemanden viel Älteren schwierig ist. Und ihr habt nie etwas geahnt? Als sie bei mir anfing, versteckte sie eine kleine Klinge im Ärmel. Und sie hortete heimlich Essen. Aber ihr habt darüber hinweggesehen. Da war noch mehr. Ich wollte sie so sehr zu meiner Erbin machen, dass ich die Augen vor der Wahrheit verschloss. Das Lager kann nicht weit sein.
Mhm. Perfektes Gelände für lauernde Schützen. Haltet die Augen offen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das Spiel manchmal so interessant, gerade wenn ich die Storys durchpetze, dass ich gefühlt gar nicht kommentieren will. Bleibt unten und findet einen guten Ausblick aufs Lager. Hier oben. Um ehrlich zu sein. Ein bekannter Anblick. Was seht ihr denn? Japanische Pfeile. Natürlich. Leichen als Übungsziele für Schützen. Tomoes Markenzeichen. Zerstört dieses Lager. Haltet die Augen nach Tomoe offen. Bereit, wenn ihr seid, Sensei. Ich bleibe versteckt, bis ihr angreift. Das kriegen wir hin. Vielleicht kriege ich es auch so hin. Ach. Das müsste doch eigentlich gewesen sein. Sie war vor kurzem hier. Seht euch um. Artefakt der Mongolen, Vorräte. Stuff, stuff, stuff. Diese Lutschbastillen gegen meinen Husten, beziehungsweise gegen den Husten noch heizt. Fühlen sich so an, als würdest du ein Zitronen, Honig, ein Gummibärchen, das sehr, sehr alt ist, irgendwie langsam durchlutschen. Und es löst sich so ganz langsam auf. Aber solange es hilft. Die Apothekerin hat sehr gut gemeint mit der Beratung. Also, ja, komm, nehmen wir einfach rein damit. Kostet so, ist mir egal, solange es hilft. Hier mein Schleimlöser, was gegen den Husten und gut ist. Und vielleicht noch ein bisschen hierher. Weiße Zitrone. Vielleicht Tomoe. Der Sensei und der Geist. Ich bin euch beide langsam leid. Eure Schützen sind tot. Das war's. Hinterhalt! Ich halte diese Narren auf. Na dann. Fuck. Tomoe, das endet nur auf eine Art. Hält euch das nur ein. Ja, da war gut Vorsprung, die Kleine. Kann ich die überhaupt einholen? Ihr könnt nirgends hin, Tomoe. Euch mehr an, Fürster Kai. Wo will sie hin? Tomoe! Ihr seid also Fürster Kai. Senseis neues Maskottchen. Und ihr seid eine begnadete Schützin, die ihre Chance auf ein besseres Leben wegwarf. Hat er euch das erzählt? Tomoe, wieso reden wir? Damit ich euch warnen kann. Seid auf der Hut. Mein Sensei wollte mich töten. Euch wird es auch so ergehen. Danke für die Warnung. Aber ich will das hier beenden. Es ist schon zu Ende. Ich habe nichts. Niemanden. Weg mit dem Bogen, Tomoe. Wahnsinnig.
Keine Spur von ihr. Ich sag es, Sensei Ishikawa. Also entweder hat sie es doch gerade so geschafft. Ich kannte ich das nicht. Ich habe so das Gefühl gehabt, die ist nicht so schuldig ist die nicht. Was meinten ihr, Zuschauer? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass er sie vertrieben hat. Also sie hörte sich jetzt nicht so böse an. Aber die Fuchsmaske ist lustig. Habe ich bei Naruto gesehen. Alles wird wieder gut. Die Kuna sind so stark, ne? Ich bin so dankbar, dass ihr kamt, mein Herr. Vorsicht da draußen. Für euch, mein Herr. Danke dir, gute Frau. Es ist voll lieb, dass sie uns immer so Kleinigkeiten geben. Das würde ich auch so machen. Wirklich. Wie kann ich das je gut machen? Lebe dein Leben. Lebe dein Leben und vergeude die Chance nicht. Würde ich jetzt sagen. Da sind noch ein paar von diesen Lümmeln. Zieht eure Klingen! Ja, ist ja gut, Sora. Wir haben die bösen Männer fertig gemacht. Techniken. Oh ja, warum nicht? Nehmen wir mal mit. Es gab aber gut Vorräte, ne? Also... Item-mäßig sind wir gut bestückt. Ich finde es auch gut, dass es hier nicht allzu viel gibt. Das habe ich ja bei den letzten neueren Spielen alle so ein bisschen so mitbekommen, dass es da immer mehr wurde. Forbidden West zum Beispiel gibt es sehr viel. Far Cry 6 etc. Was ist passiert? Mir ist die Klippe gestürzt. Tomoe hätte mich töten können, aber hat es nicht. Sie ist euch entkommen. Sie sprang von einer Klippe. Ich sah sie. Ihr saht, was ihr sehen solltet. Sie klang verzweifelt. Ist sie. Nur wegen uns. Warum denkt sie, ihr werdet mich verraten? Tut sie nicht. Sie will nur einen Keil zwischen uns treiben. Und es funktioniert. Nein. Tut es nicht. Gut. Nächstes Mal, wenn ihr fragt, ob ich tun kann, was nötig ist, fragt euch erst selbst. Tomoe ist noch nicht fertig. Sie geht wohl nach Norden, um sich mit den Mongolen gutzustellen. Wir finden sie.
Alles mal in der Effizienz. Warte mal. Mittlere Erhöhung des Pfeilschadens. Ich würde gerne wissen, ob das jetzt fertig ist. Vier von neun. Fünf. Sieben. Hä? Wo ist die sechs? Da. Sieben, acht. Hier geht's mit der Yuna weiter. Yuna, Nato und der Sake-Händler. Komische Geschichten. Masako. Hauptstory. Masako. Gebiet. Burg. Geschenkaltar. Gehen wir mal dahin. Ich hörte, die Mongolen bringen Schmiede in ihre Lager und zwingen sie, Waffen herzustellen. Hier ist es sicher. Ich würde eher sterben, als den Bastarden ein Schwert zu schmieden. Das sagt ihr jetzt. Ihr würdet das? Sie töten damit unser Volk. Ich würde alles tun, um meine Familie zu beschützen. Cool. Verbesserung für Langbogen. Ich würde dann sagen, wo haben wir denn eine gute Frau des Bogenmachens? Rüstung zerbrechen die Mongolenwaffen. Ihr benötigt mehr für diese Verbesserungen. Ich kann eure Rüstung nicht verstärken. Leb wohl. Gut. Bleibt stark und standhaft wie der Kubererberg. Ich suche die Bogenmacherin. Ich finde es interessant, dass ich hier wahrscheinlich wesentlich mehr von Damen bekommen kann als von Herren. Ich meine, Fallensteller ist okay, aber Rüstungsmacherin, Bogenmacherin, das sind echt meine
Mädels des Vertrauens. Hallo. Ein unvergleichlicher Bogen. Danke. Möge euer Pfeil stets treffen. Darf ich mich um euren Bogen kümmern, Herr? Was hast du gerade gemacht, gute Frau? Interessanterweise habe ich jetzt noch einen nicht entdeckten Ort gefunden und ich weiß nicht warum. Woher? Wollen wir das gleich nochmal erkunden? Ich sollte nicht so viel Cola trinken. Kann ja nicht sein. Oh, eine heiße Quelle. Ein bisschen Nackedei-Action, hm, Mädels? Nehmen wir mal Mutter mit uns und Fürstin Masako und ihren Kindern zum Omi-See. Wir spielten im Wasser, während Mutter und Masako beim Tee tranken und plauderten. Na, oh, das ist schön. Tja, das Bild wird immer im richtigen Moment dunkel. Also, liebe Mädels, muss ich euch enttäuschen. Aber warum kann ich jetzt den nicht mehr weitermachen? Gut, die Tomoe ist tot, ne? Wollen wir, Phantom. Ich bin am Überlegen. Wir könnten jetzt ein bisschen was mit der Masako machen. 7 von 9. 5 von 9. Machen wir mal Masako. Kann man da nicht schnell reisen? Wird eine schöne Reise. Ich habe so das Gefühl, wenn man das so ein bisschen Stück für Stück machen. Also wirklich 5, 6, 7, 8. Dann ergeben die auch ein ordentliches Ergebnis. So. Jetzt machen wir aber im nächsten Part. Machen wir den Part mal ein bisschen kürzer. Muss ja nicht immer eine halbe Stunde länger sein. Weil ich muss noch mal ganz kurz die Cola rausbringen. Bis später, YouTube.